Heute schauen wir uns 5 Dinge zum Thema Geld an, die ihr unbedingt euren Kindern beibringen solltet, damit das Thema Geld gar nicht erst zum Tabuthema wird. Hi, ich bin Ivan von Evergreen. Das Wichtigste beim Thema Geld und Kindern ist, darüber zu reden. Egal ob am Abendbrotstisch oder beim Frühstück oder irgendwo zwischendurch. Am besten immer dann, wenn es tatsächlich auch um Geldthemen geht, wie zum Beispiel das Einkommen, wie viel gebt ihr an Steuern ab, wie viel verdient ihr, wie viel bleibt für Miete und Haushalt übrig oder wenn es darum geht, den nächsten Urlaub zu planen, was kostet das Ganze, wie viel kann man sich als Familie leisten und so weiter. Das Thema Geld spielt im Prinzip immer eine Rolle, im gesamten Tagesablauf irgendwo geht es immer um Geld. Die Klassenfahrt muss bezahlt werden, neue Schulbücher müssen angeschafft werden und so weiter und so weiter. Und es ist wichtig, dass die Kinder früh verstehen, was die verschiedenen Dinge kosten und vor allem, wo das Geld herkommt, nämlich meist von euch, von den Eltern. Zweitens ist es in der Zeit von PayPal und Sofortüberweisungen unglaublich wichtig, das Thema Geld zu etwas Realem werden zu lassen. Die Kinder müssen verstehen, dass Geld etwas ist, was irgendwo verdient und später ausgegeben wird und dass das Ganze endlich ist. Das geht am besten über das Taschengeld, welches man idealerweise noch in Form von Bargeld auszahlt. Damit wird das Thema Geld greifbarer und man sieht am Ende auch, wenn es alle ist. Wir selbst haben tatsächlich so ein wenig unsere Probleme bei der Bestimmung der Höhe des Taschengeldes, denn was ist zu viel und was ist zu wenig? Unsere Kids sind einfach noch zu jung und geben entsprechend noch zu wenig Geld aus, als dass es ins Gewicht fallen würde, ob sie ihr Eis selber bezahlen oder es von den Eltern spendiert bekommen. Mit zunehmendem Alter wird das natürlich relevanter. Dann stehen selbst geplante Kinobesuche an oder der erste Shopping-Trip steht ins Haus. Und dann ist natürlich das Taschengeld auch ganz schnell alle und deshalb ist es auch gut, schon vorher ein Stück weit das Gefühl für die Realität des Geldes zu vermitteln, auch wenn es am Ende sehr, sehr kleine Beträge sind. Wie macht ihr das mit dem Taschengeld? Wie viel Geld gebt ihr in welchem Alter? Wenn ihr Tipps habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Beim nächsten Punkt wird es spannend. Da geht es nämlich um das Thema Sparen. Die Kinder sollen das Gefühl bekommen, dass man sich nicht jeden Wunsch sofort erfüllen kann und dass es manchmal etwas Zeit benötigt, um sich bestimmte Dinge kaufen zu können. Viel besser, als von vornherein zu sagen, das können wir uns nicht leisten, ist es zu vermitteln, in welchem Zeitraum man sich etwas leisten könnte und worauf man gegebenenfalls verzichten müsste, um sich diesen Wunsch erfüllen zu können. Hier fängt man auch ganz klassischerweise mit kleinen Geldbeträgen an, die man in einem Sparschwein spart, welches dann am Ende geschlachtet wird, um sich den entsprechenden Wunsch zu erfüllen. So lernen die Kinder schon relativ früh kennen, wie es sich anfühlt, etwas beiseite gelegt zu haben und somit ein Stück finanzielle Sicherheit generiert zu haben. Außerdem lernen die Kinder frühzeitig, dass es mehr Sinn macht, erst zu sparen und dann zu konsumieren, als zunächst Schulden zu machen und hinterher Kredite abzubezahlen. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, Schulden. Beim Thema Schulden ist es wichtig zu unterscheiden zwischen guten Schulden und schlechten Schulden. Gute Schulden sind häufig Investments, Investitionen zum Beispiel in die eigenen 4 Wände, um später einmal mietfrei wohnen zu können. Schlechte Schulden sind meistens mit Konsum verbunden. Das bedeutet, man möchte sich einen Konsumwunsch erfüllen, den man sich eigentlich aktuell noch nicht leisten kann und zahlt dann die nächsten Monate, manchmal auch Jahre, an diesem Kredit ab. Schulden sind also nicht per se etwas Schlechtes, sondern es kommt immer darauf an, ob es später durch das Schuldenmachen zu finanziellen Freiheiten kommt oder im Fall von Konsumentenkrediten zu finanziellen Engpässen. Seid ihr tatsächlich also selbst gerade in der Situation, wo ihr für eure eigenen 4 Wände spart oder auch aktiv ein Darlehen abbezahlt, dann erklärt das euren Kindern und sagt ihnen, warum das Ganze Sinn macht, nämlich weil ihr später einmal die Miete spart und somit deutlich entspannter leben könnt. Der letzte Punkt ist der schwierigste. Und zwar geht es um Geldanlage. Wie kann es sein, dass aus 100 Euro plötzlich 105 Euro werden, einfach indem das Geld irgendwo rumliegt, zum Beispiel auf dem Sparbuch oder in einer anderen Geldanlage? Das Thema Zinsen oder Dividenden ist sehr schwer vermittelbar für Kinder, weil es fehlen irgendwie die richtigen Metaphern. Am besten man sucht sich ein Beispiel aus der realen Welt, wo es um eine kleine Geschäftsbeziehung geht. Zum Beispiel um einen Eisladen oder einen Zuckerwattestand. Stellt euch vor, euer Kind investiert 100 Euro in einen Zuckerwattestand. Der Zuckerwattehändler kauft davon ein Gerät zum Zuckerwatte herstellen und jede Menge Zucker.
Dann verkaufte er jede Menge Zuckerwatte und zwar so viel, dass er irgendwann die 100 Euro, die er von euch geborgt hat, wieder zurückzahlen kann. Am Ende verkauft er so viel Zuckerwatte, dass nicht nur die 100 Euro wieder drin sind, sondern sogar noch etwas darüber hinaus. Von dem Gewinn, den er gemacht hat, gibt er euch etwas ab, sagen wir 10 Euro und somit sind aus den 100 Euro 110 Euro geworden. Das ist im Prinzip die Basis für jegliche Geldanlage oder Geschäftsbeziehung. Man investiert zum Beispiel über Aktien oder Anleihen in ein Geschäft und wird dann an dem Gewinn beteiligt. Wichtig beim Thema Geld und Kinder ist also erstens ganz offen darüber sprechen, jede Lebenssituation dazu nutzen, um den Kids zu erklären, was es mit dem Geld auf sich hat. Zweitens den Kindern erklären, dass es etwas Reales ist, was irgendwo herkommt und am Ende auch endlich ist. Drittens, dass es okay ist, auf etwas zu sparen, also nicht sofort zu konsumieren, sondern zu warten, bis man es sich leisten kann. Viertens, auch über das Thema Schulden reden und dann auch zu unterscheiden, dass es gute Schulden gibt, die einem später zu einem entspannteren Leben verhelfen und schlechte Schulden, die hinterher zu Stress führen können. Und fünftens und letztens über die Geldanlage zu sprechen, wie kann es sein, dass aus wenig Geld plötzlich mehr Geld wird. Wenn eure Kids schon etwas größer sind, dann könnt ihr ihnen mal das Video zum Thema Sparen für Anfänger zeigen. Das haben wir hier oben verlinkt. Zum Abonnieren des Kanals klickt ihr wie immer hier. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.